Wir befinden uns in einem Experiment. Was habe ich gemacht? Ich habe 100 Teelichter angezündet. Dann habe ich einmal diese Box genommen, habe sie ausgekippt. Da sind die Lichter alle ausgegangen. Und dann habe ich das Ganze wiederholt, habe die Box wieder ausgekippt und die Lichter sind nicht ausgegangen. Was ist da passiert? Was war der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Versuch? Das erkläre ich euch jetzt. Es geht nämlich heute um das Gas, Schutzgas Argon. Welche Eigenschaften hat es? Ihr kennt das sicherlich aus meinen Videos, ich schweiße sehr oft WIG, auch MIG, dort setze ich gerne dieses Argongas ein. Aber dieses Argongas kann noch viel mehr und diesen Effekt wollte ich heute vorführen und ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. Wir haben hier eine relativ große Fläche an Teelichtern ja angezündet und ich hätte hier ein bisschen gebraucht, um die alle auszupusten, hätte vielleicht auch mehrere Atemzüge gebraucht. Aber hier war es ja so spannend, wir haben quasi eine leere Box, ja, wir haben ja reingeschaut, da war ja nichts, wir haben nichts gerochen und ich habe einfach das Ganze gekippt und die sind alle ausgegangen. Was ist da passiert? Wir haben nämlich Folgendes gemacht. Wir haben diese Box mit dem Argongas geflutet. Jetzt wird sich einer fragen, wie habt ihr das geflutet? Das ist doch kein geschlossener Raum, das Gas entweicht doch. Und da kommen wir schon zu diesem ersten Effekt. Dieses Argongas, was wir beim Schweißen verwenden, ist ein schweres Gas. Es fällt einfach nach unten. Und das Interessante ist, ich habe da 2-3 Liter Durchfluss eingestellt und habe es quasi hier einfach reinfallen lassen, diese Box fluten lassen. Das Argongas ist hochgestiegen, hat die Luft verdrängt, die Kerzen brauchen zum Brennen und habe diesen Inhalt, den wir ja nicht sehen und nicht riechen, ja, wie von Zauberhand einfach gekippt. Das Argongas ist natürlich hier so rausgeflossen, muss man sich vorstellen, wie eine Flüssigkeit rausgeflossen, hat sich wie ein Teppich über die Kerzen gelegt und natürlich Luft und Sauerstoff verdrängt und die Kerzen sind ausgegangen. Das ist eine sehr interessante Besonderheit vom Argongas. Das Argongas ist, vielleicht möchte es der eine oder andere wissen, ist ja ein Edelgas. Das wird aus der Luft gewonnen durch ein bestimmtes Verfahren. Es wird extrahiert. Da werden wir euch auch noch ein Video zu machen. Da werden wir zu so einer Anlage fahren und werden euch genau erklären, wie sowas funktioniert. Plus, dieses Argongas ist inaktiv. Es reagiert nicht mit der Umwelt in dem Moment, zum Beispiel beim WIG-Schweißen, es ist ein inertes Gas, es reagiert nicht mit dem Prozess, es schützt den Prozess und es ist leitend. Das sind so besondere Eigenschaften von diesem Argongas. Aber ich fand das so spannend, als ich gehört habe, dass Argongas natürlich nicht nur zum Schweißen eingesetzt wird, sondern auch zum Löschen. Ja, es gibt komplette Löschanlagen, das hatten wir damals vom Olli erfahren, die komplette Räume fluten, damit der Sauerstoff verdrängt wird, damit diese extreme Feuer, die da entstehen, auch tatsächlich ausgelöscht werden. Es ist sehr effektiv, ist aber auch hier wiederum gefährlich. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, warum ich dieses Video auch mache. Denn Argongas ist auch gefährlich. Jetzt wird sich der eine oder andere Schweißer schon mal gefragt haben, Igor, ich schweiße sehr viel WIG und dieses Argongas fließt, ich atme es doch ein. Nein, du atmest es nicht direkt ein, sondern was du einatmest, wenn du keinen Frischlufthelm hast oder eine Absaugung, du atmest quasi das ein, das Material wird quasi aufgeschmolzen und dieser Rauch und dieser Dampf steigt nach oben und das atmest du in dem Moment ein. Ja, ist auch nicht so gesund, deswegen gibt es solche Systeme, um sich zu schützen. Aber wenn du jetzt WIG schweißt, musst du dir jetzt nicht unbedingt Sorgen machen, dass du dieses Gas einatmest. Aber wenn du hingehst und dir einen Gasschlauch nimmst, steckst in den Mund und versuchst es einzuatmen, dann wirst du sterben. Denn dieses Gas ist schwer, es verdrängt die Luft. Was würde passieren, wenn ich es einatme? Es würde die Luft verdrängen, ich würde sofort umfallen und das wäre es auch keine Wiederbelebungsmaßnahme, würde mich in dem Moment wieder zurückholen. Ja? Das heißt, in einer Werkstatt, die ja in der Regel nicht luftdicht abgeschlossen ist, ja, ich glaube nicht, dass jemand wirklich einen luftdichten Raum hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dort gefährdet bist, es sei denn, du stellst dir da 200 Flaschen hin, machst die voll auf und setzt dich daneben hin, dann könnte das natürlich gefährlich sein. Ja? Wobei, was möchte ich heute hier sagen? Es ist gefährlich dann, zum Beispiel in einem Behälter. Ja? Wenn du in einem Behälter arbeitest und da wird permanent Argongas oder andere Gase, die Luft verdrängen, reingeflutet, ja, und der Sauerstoff wird da raus verdrängt und du sitzt da drin und du musst atmen, dann wird das gefährlich. Es gibt auch Räume, wo irgendwelche Prozesse stattfinden, die auch komplett geflutet sind.
Aber dazu hatten wir ein Video mit dem Olli gemacht und da könnt ihr nochmal reinschalten. Heute ging es ja eigentlich um dieses Experiment und ich wollte die Effektivität des Argongases hier in dem Moment vorführen. Also ist das Spielkind wieder in mir aufgestanden und hat gesagt, Igor, komm, nimm doch Feuerzeug, Benzin, nimm Papier. Ach, du hast ja noch Magnesium, zünd das mal an und guck, wie es da passiert. Ich habe mir gedacht, dass wir das Magnesium nicht ausbekommen, aber man sieht hier deutlich, dass es sehr effektiv ist. Also ich meine, so ein Stück, was da brennt, ja, du musst dann natürlich dich schon anstrengen, um das auszublasen. Plus, wenn du das tust, merkst du auf einmal, es wird eigentlich noch mehr Luft dazu gewonnen und dann brennt das noch stärker. Hier sieht man aber ganz deutlich mit dem Argongas, sobald wir es drüber fallen lassen, erstickt es in dem Moment. Und dann kann dieser Prozess, das Brennen, nicht mehr stattfinden und das Feuer geht aus. Und das finde ich halt hier so spannend an diesem Experiment. Und zum Abschluss wäre es eigentlich interessant, wo sind denn so die Einsatzmöglichkeiten des Argongases? Wie ich schon erwähnt habe, es ist nicht nur beim Schweißen interessant, es wird in Löschanlagen eingesetzt. Plus es gibt gewisse Prozesse, wie zum Beispiel das 3D-Druckverfahren, ja, mit dem Laser zum Beispiel. Da wird die Kammer auch komplett mit dem Argongas geflutet, damit die Luft entweichen kann. Weil wenn das nicht der Fall wäre und ich würde mit dem Laser versuchen, da eine 3D-Struktur in diesem Pulver aufzubauen, wäre es in dem Moment nicht geschützt und dann würde das auch nicht funktionieren. Wie beim Schweißen. Wenn ich da Energietemperatur reinbringe und es wird vom Schutzgas nicht geschützt, dann verbrennt es, es entstehen Poren, der Prozess funktioniert nicht. Ich habe gelesen, dass dieses Argongas auch in bestimmten im Lebensmittelbereich eingesetzt wird. Ich müsste noch schauen, genau wo, weil das wäre schon eigentlich sehr interessant. Und ja, ich werde mich weiterhin mit diesen Themen beschäftigen, euch das zeigen und hoffe, das interessiert euch und macht euch genauso viel Spaß wie mir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit diesem Aufruf den Teufel herbeibeschwöre, aber du hast eine verrückte Idee oder überhaupt, du bist überhaupt mit dem Schweiß nicht vertraut. Und du willst wissen, ey Mann, was würde passieren, wenn ich das und das und so machen würde? Habe ich aber die Möglichkeit nicht, aber der Igor könnte es machen, dann schreib mir das. Schreib das unten hinein, schick mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram, Facebook. Ich werde es für dich testen. Umso verrückter die Idee, umso besser.